klassischen Fußball angefangen. In einem Verein habe ich gespielt, 6 Jahre lang von der E-Jugend an. Irgendwann kam eine blöde Verletzung dazwischen und dann habe ich mir in der Zeit viele Videos angeguckt, zum Beispiel von Cristiano Ronaldo. Und die machen ja auch schon viele kunstvolle Dinge mit dem Ball vor dem Spiel. Dann habe ich mich da näher informiert und bin dann auf die Sportart Fußball Freestyle gestoßen. Und mittlerweile ist halt sozusagen mein Nebenberuf schon draus geworden. Ja, also wie gesagt, du bist super erfolgreich unterwegs, warst auch schon. Du hast einen Weltrekord geschafft. Erzähl. Genau, seit dem 11. März bin ich offizieller Guinness-Weltrekordhalter in dem. Sowas kommt ja nicht von ungefähr. Wie oft trainierst du oder wie macht man das? Gibt es da vielleicht auch mehrere, die so einen Sport in der Art ausüben und du sagst, Mensch, wir trainieren mal gemeinsam? Also die Szene in Deutschland ist relativ klein. Hier trainiere ich zum Beispiel mit einem Freestyler aus Freiburg. Man trifft sich schon das ein oder andere Mal in den Meetings, sozusagen zu trainieren, sich gegenseitig zu pushen. Aber auch trainiert man halt alleine.